Herzlich willkommen hier auf meinem Traumkanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und auch an die neuen Abonnenten ein herzliches, warmes Hallo. Schön, dass du mich gefunden hast, denn hier gibt es Piano-Tutorials ohne Ende. Also schau dir jedes Video an, damit du keines meiner kostbaren, wertvollen Tipps verpasst, die ich zwischendurch in den Videos gebe und die du sonst nirgendwo finden wirst. Ich bin Pianola Muse, langjährige Pianistin und erfahrene Klavierlehrerin. Ich liebe meinen Beruf und gebe gerne mein Wissen und mein Können an dich weiter. Abonniere also gleich diesen Kanal und aktiviere das Glöckchen, damit du keines meiner wertvollen Videos mehr verpasst. Denn hier dreht sich alles rund ums Klavierspielen und wenn du auch Spaß und Freude am Klavierspielen und Lernen hast, bist du genau richtig. Und heute, ich wage es kaum zu sagen, weil du fängst bestimmt gleich an herumzuhüpfen und zu jubeln, heute zeige ich dir den ersten Teil von Für Elise von Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven war immer, das war sein Schicksal, leider Gottes, er war immer unglücklich verliebt in adelige, junge, gut aussehende Damen, Fräuleins. Und er hatte immer Pech in der Liebe und war wohl sein Schicksal. Seine Liebe wurde leider nie erwidert und das war ein tragisches Schicksal. Trotzdem merke es dir, weil seine Stücke sind immer für Gräfinnen und so gewidmet, also auch die Sonaten von ihm, dass du einfach weißt, er war oft verliebt, aber wie gesagt, keine dieser Gräfinnen hat seine Liebe erwidert und das ist ja schon ein bisschen tragisch, würde ich sagen. Und zieht sich einfach auch so durch sein Leben wie so ein roter Faden. Dieses Stück habe ich für dich in eine leichte Version transkribiert und werde es in drei Teile aufteilen. Das heißt, heute siehst du den Teil 1. Wenn dir das reicht, belasse es dabei. Das ist das Hauptthema. Und dann wird aber noch Teil 2 und Teil 3 folgen, weil das Stück einfach drei Teile hat. Die Noten zu diesem Video findest du unter diesem Video in der Infobox zum Downloaden. Du möchtest Noten lesen lernen? Spiel nach Noten ist der Online-Klavierkurs. Alle Infos findest du auf www.pianolamuse.com. Und übrigens, bevor ich es vergesse, hast du auch diese Woche wieder die Möglichkeit, an meinem großen Gewinnspiel teilzunehmen. Ich verlose den Einsteiger-Klavierkurs für Anfänger im Wert von 250 Euro. Wenn du mit dabei sein willst, schreib einfach in die Kommentare Hashtag Piano und du bist automatisch mit dabei. Einfach in die Kommentare unter diesem Video Hashtag Piano schreiben und ich drücke dir die Daumen. Aber nun schnell wieder ran an die Tasten und los geht's. Ich spiele dir das Stück erst einmal langsam vor. Thank you.
Fange ich mal mit der linken Hand an, weil die linke Hand sich mehrmals wiederholt, gerade am Anfang. Wir haben den fünften Finger auf dem großen A, spielen zweite Finger E, Daumen A. Dann haben wir eine Pause, gehen zum großen E mit dem fünften Finger, Daumen, kleines E, greifen über zum Gis mit dem zweiten Finger. Und wechseln wieder auf A, E, A. Das wird wiederholt. A, E, A. Pause. E, E, Gis. Und wieder A, E, A. Bis dahin, das kommt zweimal. Und dann kommt C, fünfte Finger, G, zweite Daumen C, großes G, fünfte Finger, Daumen G und zweite Kraft über zum H. Dann kommt A, E, A, wie am Anfang. Und das große E, Daumen E. Zweite Finger, mittleres E. Von da an übernimmt nachher die rechte Hand. Und dann kommt das gleiche nochmal und dann beginnt im Grunde schon der zweite Teil. Die rechte Hand beginnt mit dem zweigestrichenen E, fünfte Finger, vierte Finger Dis, E, Dis, E, zweite Finger H, vierte Finger D, C, dritte Finger und Daumen A. Ja, das ist das Hauptthema, was jeder kennt. Dann gehen wir zum mittleren C, Daumen, zweite E, vierte A, fünfte H, Daumen E, zweite Gis, vierte H, fünfte C, Daumen E und dann wieder Thema. E, Dis, E, Dis, E, H, D, C, A. Das wird wiederholt. C, E, A, H. Und jetzt Schlussfloskel. E, Daumen, fünfte C, vierte H, dritte A. Und das wird komplett wiederholt. Thank you.
Schlussfloskel. Dann geht's weiter mit H, zweite Finger, dritte C, vierte D, fünfte E, Daumen G, fünfte F, vierte E, dritte D, Daumen F, fünfte E, vierte D, dritte C, Daumen E, fünfte D, vierte C, dritte H, dann Daumen E, fünfte E, Daumen E, wieder fünfte E, Daumen E, jetzt zwei gestrichenes E, drei gestrichenes E, dann Dis, zweite Finger und jetzt fünfmal E, Dis, E, Dis, E, Dis, E, Dis, E, ins Thema H, D, C, Daumen. Also vierte, dritte Daumen wieder und jetzt kommt wieder wie am Anfang C, E, A, H, gleicher Fingersatz, E, Gis, H, C und dann nochmal Daumen, fünfte, Thema, wir machen das gleich mit der linken Hand, C, E, A, H, also in diesem Teil sind ja sehr viele Wiederholungen. E, jetzt Schlussfloskel, C, H, A. Und dann beginnt der zweite Teil. Jetzt machen wir das zusammen. Die rechte Hand beginnt. E, Thema, Dis, E, H, D, C. Und jetzt, wenn das A kommt, spielt die linke Hand auch A. Rechte Hand bleibt liegen, linke Hand spielt E, A. Wird abgelöst von der rechten Hand, C, jetzt H und E gleichzeitig. Rechte bleibt liegen, linke spielt E, greift über zum Gis, wird abgelöst von der rechten E, Gis, H, C und A zusammen. Rechte bleibt wieder liegen, linke spielt E, A, rechte spielt Thema E, E, Dis, E, Dis, E, H, D, C und wieder zusammen wie am Anfang. A, E, A, C, E, A, wieder zusammen. H und E, E, Gis, E, C, H und A und A. E, A. Wird wiederholt. Rechte Hand, Daumen E, fünfte E, Daumen E, fünfte E, Daumen E, zwei gestrichenes E, drei gestrichenes E, zweite, dritte, zweite, jetzt kommt die Überleitung zum Thema, fünfmal und dann Thema H, D, C, A und A, wie am Anfang.
gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Teile das Video mit Leuten, die auch Spaß und Freude am Klavier spielen und am Klavier lernen haben, wie du. Und bis zum nächsten Mal, deine Pia Nollermuse.